Warum sollten wir unseren Medienkonsum hinterfragen? Unser Leben wird immer digitaler. Internet und Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 99% der Jugendlichen besitzen ein eigenes Handy. 91% sind täglich online. Neben vielen Annehmlichkeiten lauern im Netz auch zahlreiche Gefahren. Wie schütze ich beispielsweise meine persönlichen Daten in sozialen Netzwerken? Wie erkenne ich Online-Abzocke? Wie unterscheide ich Fakten von Fake Facts? In sozialen Netzwerken sollte man ein Pseudonym oder einen Spitznamen verwenden. Vor allem bei der Sichtbarkeit der eigenen Daten sollte man die Einstellungen so wählen, dass so wenig private Informationen wie nötig preisgegeben werden. Beim Online-Shopping gibt es bei den Anbietern leider viele schwarze Schafe. Vorsicht ist geboten bei extrem günstigen Preisen, intransparenten Zahlungsweisen oder fehlendem Impressum. Bei der Unmenge an Informationen, die wir täglich aufnehmen, ist es oft schwer, Fakten von Schleichwerbung zu trennen. Online-Bewertungen können gefälscht oder gekauft sein. Scheinbare Fakten sollte man daher immer überprüfen. Damit Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten der digitalen Welt sicher für sich nutzen können, ist es wichtig, die eigene Mediennutzung zu reflektieren. Die Verbraucherbildung unterstützt dabei, Medienkompetenz zu entwickeln. Medien und Digitales ist ein Bereich von Verbraucherbildung, die viele Alltagskompetenzen umfasst. Dazu gehören auch die Bereiche nachhaltiger Konsum, Ernährung und Gesundheit sowie Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht. Um Sie als Lehrkraft bei der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Materialkompass ins Leben gerufen. Der Materialkompass empfiehlt Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung, bewertet von unabhängigen Expertinnen und Experten. Verbraucherbildung gehört in den Unterricht. Den Materialkompass und weitere Tipps zur Unterrichtsgestaltung finden Sie auf www.verbraucherbildung.de.